Frau Dreyer, Sie waren jetzt jahrelang an der Spitze der Macht. Wie wirkt sich sowas auf das private Leben aus? Es legt sich auch auf Ihre Seele, wenn Sie einen langen Zeitraum ohne Freunde, Freundinnen sind. Hat man denn in der Politik gar keine Freunde? Das sagt Bildungsministerin Steffi Hubig auch immer bei all ihren Entscheidungen. Das ist für uns selbstverständlich. Was macht man denn mit den Politikern, die wieder zurück in den Alltag sollen? Es wird auf jeden Fall zusätzliche Förderangebote erarbeitet. Die SPD hat ja in Rheinland-Pfalz deutlich an WählerInnen verloren. Wie reagieren Sie denn darauf? Wir versuchen wirklich alles zu tun, die Rahmenbedingungen so zu bewerkstelligen, dass alle Beteiligten gut durch diese Krise kommen. Das zusätzliche Hilfspaket, das wir jetzt, oder Unterstützungspaket, was wir jetzt auf den Weg geben. Also so schlecht wird es Politikern doch nicht gehen, dass sie Hilfspakete benötigen, oder? Wir haben natürlich jetzt einen kleinen Dämpfer erhalten. Sie wollen doch künftig bereits die Wahlumfragen Wochen vor dem eigentlichen Termin ausschlaggebend sind und gar nicht gewählt werden muss. Wie stellen Sie sich das vor? Und bestenfalls, dass man in 6 Wochen vor hinaus immer Klarheit hat und Planungsklarheit hat, damit wir auch unsere Terminplanung und so weiter wirklich ordnungsgemäß weiter durchführen können. Aber die Partei, die am Ende mehrheitlich gewählt wird, darf dann doch auch die Regierung stellen, oder nicht? Vielleicht nochmal an der Stelle nochmal wichtig, das ist nicht ein Rechtsanspruch, das wird oft verwechselt. Ich glaube, da verwechseln Sie jetzt was. Aber lassen Sie uns vielleicht das Thema wechseln. Sie wollen eigentlich, dass künftig gar keine Opposition mehr im Landtag sitzt, weil dann mehr Platz ist. Es sei dann geräumiger. Luftiger sozusagen, es gibt mehr Platz drin. Der letzte wichtige Punkt ist das Thema wirtschaftliche Hilfen. Wir haben lange darüber gesprochen, wie kann es gehen, dass schneller ausgezahlt wird. Wer aus dem Parlament rausgewählt wurde, soll also schon eine zeitnahe Abfindung erhalten? Das sage ich immer. Jetzt muss ich aber doch noch mal kritisch nachhaken. Opposition wollen Sie gar nicht mehr? Da ist jetzt ein Gesetz auf dem Weg. Sodass das Land Rheinland-Pfalz es auch sehr schnell in der Rechtsverordnung umsetzen wird. Die Rechtsverordnung wird am Freitag beschlossen werden im Kabinett und besprochen werden und sie wird in Kraft treten am Montag. Es sind nur wenige Änderungen aufzunehmen. Also zum Beispiel, dass die VertreterInnen der Oppositionsparteien nicht nackt aus dem Parlament rausgehen müssen, nur weil die Kleidung vom Steuerzahler bezahlt wurde? Das ging ja jetzt doch sehr schnell. Denken Sie, das geht gut, ohne politische Mitbewerber zu regieren? Es ist trotzdem alles Glaskugel, deshalb finde ich es jetzt verantwortlich und ich bin auch froh darum, dass wir jetzt mal eine feste Verabredung darüber haben. Zu Ihrem ersten Punkt, natürlich, das ist ein Riesenthema. Also müssen die Oppositionspolitiker doch ihre Kleidung im Parlament lassen. Sie haben sich in Ungarn umgesehen, wie es dort funktioniert. Hätten Sie das nicht auch in Polen machen können? Das wäre doch näher gewesen. Entschuldigung jetzt an die Kollegen und Kolleginnen, dass ich mal trotzdem diesen Ausflug machen muss. Frau Dreyer, Sie stehen ja jetzt da, wo vorhin die PK stattfand. Vertreterinnen der Opposition haben sich vorhin auch versucht, in die Pressekonferenz zu hacken. Wir haben Aufnahmen davon und schauen mal kurz rein. Was für Vorteile hat das für Kinder und was sind die Nachteile in der kindlichen Entwicklung? Und da wird es natürlich deutlich, dass, sag mal, das lange Vereinsamen von Kindern oder Zurückziehen. Bin ich das? Nee. Wie bitte? Ah. Er spricht mit den Nachbarn. Man hat sich wohl die gleiche Tonfirma ausgeliehen, wie Frau Merkel immer bei der Bundespressekonferenz aufnimmt, wenn sie durchgehend mit dem Blatt raschelt. Da wollte ich mir noch mal nachfragen, inwiefern das jetzt auch Teil der Impfstrategie sein kann, in Einzelfällen nochmal nachzuentscheiden, wenn die Situation wieder krachend ist. Das war ein, bevor die Ministerpräsidentin antwortet, die herzliche Bitte an die telefonisch zugeschalteten Kollegen, sich stumm zu schalten. Ich glaube, das ist immer der gleiche Kollege, der nicht die Stummschalter anhat, bei unseren telefonisch Zugeschalteten. Sie müssten ein klein wenig lauter sprechen. Wir haben auch zugeschaltete, telefonisch zugeschaltete Kollegen und für die ist dieses Mikrofon bei Frau Hubig maßgebend. Andrea, das klebt. So geht's. Also? Okay. Ja. Passiert. Und im Zuge dieses Einzelfalles hat man sich ja dann auch mal drüber verständigt. So habe ich es jetzt auch nicht gemeint. Zu der ersten Frage kann ich die Kita-Zahlen kann ich Ihnen gerade direkt nochmal nennen, Herr Gericke. Das waren die vom Montag. Da waren rund 46.000
Ich hoffe, das war nicht Herr Gericke. Herr Gericke, sind Sie noch da? Ich bin noch da. Wunderbar, gut. Ich dachte, Sie hätten sofort das Gespräch verlassen. Wahlen werden in Rheinland-Pfalz also künftig gar nicht mehr nötig sein, weil Sie das mit der Regierung jetzt einfach bei sich behalten. Ja, wir diskutieren durchaus über dieses Thema Wahlen immer wieder mal, aber wir sehen im Moment, wir sehen gar keinen Handlungsbedarf. Am Ende noch. Sie haben bald wieder Geburtstag. Wie alt werden Sie denn genau? 50, ja, ich sage immer um die 50. Sie haben aber keine Angst, dass über Sie gesagt wird, dass Sie kein junger Hüpfer mehr sind. Man kann ziemlich klar sehen, wenn man mal über die 50 kommt, es ist echt schwer, dann wieder einzufangen. Dankeschön, Frau Dreyer, dass wir dieses Interview mit Ihnen völlig aus dem Zusammenhang reißen dürfen.